Früh am Morgen haben die Museumsbäcker im Backhaus ein Feuer angezündet, denn der Backofen braucht mehrere Stunden, um aufgeheizt zu werden. Aus dem Teich werden Brotlaibe geformt, die in Körben zum Gehen aufgestellt werden. Nachdem die Asche des Feuers herausgeholt wurde, werden die Brote in den Steinbackofen geschoben. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nach etwa anderthalb Stunden Backzeit werden sie fertig sein. Hier wird die Flachsröste angefeuert. Die Schwierigkeit beim Flachs liegt darin, die verwendbaren weichen Fasern von den holzigen Stängeln zu trennen. Dazu werden die Flachsstängel nach der Ernte mehrere Wochen in Wasser oder auf einer taufeuchten Wiese ausgelegt. Um sie weiterverarbeiten zu können, werden sie wie hier auf unserer Feuerröste getrocknet. Das Wort Röste stammt hier übrigens vom Wort verrotten. Der Stängel muss etwas verrottet sein, damit man an die Flachsfasern kommen kann. In der Flachsbreche werden die holzigen Stängel anschließend zerkleinert. Hier ist immer noch die Blütenseite, hier ist die Wurzelseite. Dann nimmt man die Hälfte nochmal. Das ist gar nicht so wichtig, aber die Dichtung ist. Oder? Ich kann das nur so halten. Okay. Ich brauch's nur ganz kurz, okay? Ich dachte schon, das wäre ab. Das Schwingen dient auch dazu, dass die Helmchen, also die äußere Schale, noch weiter getrennt wird von der Faser, die innen drin liegt. Beim Schwingen auf dem Schwingbock werden die Fasern von den Resten der Stängel getrennt. Können Sie vielleicht auch noch mal fühlen, jetzt so als Unterschied. Auf der einen Seite haben wir jetzt das Geschwungene und das ist nur gebrochen. Mhm. Das ist also noch viel fester und hier wird das Ganze jetzt schon weicher. Dann werden sie über den Riffelkamm gezogen und grobe Fasern für das Sackleinen aussortiert. Man fängt immer am untersten Ende an und kämmt dann langsam nach oben durch. Und so ist das hier auch. Also man hat am Anfang ganz viel Ausschuss. Da wundert man sich wirklich, was überhaupt hinterher noch übrig bleibt. Das hat man alles für Kissen, für Matratzen, zum Stopfen benutzt. Schließlich werden die Fasern auf der Hechel so lange gekämmt, bis nur noch die ausreichend langen Fasern übrig bleiben, aus denen sich ein feines Garn spinnen lässt, das dann auch zu feinen Stoffen verwebt werden kann. Wer bist du? Ja, ich. Wer ich bin? Ich bin der Schuster.
Ja, was ich hier zeige, ist das Handwerk des historischen Wendeschuhmachers. Warum heißt der Schuh Wendeschuh? Der heißt Wendeschuh, weil er von links genäht wird und dann nach rechts gedreht wird. So sieht er vorher aus, links genäht. Die Sohle fehlt hier allerdings noch. Und dann wird er, ich zeige es hier mal ganz einfach, rechts gedreht. Und schon ist der Schuh rechts. Deshalb heißt der Schuh Wendeschuh. Ein paar Beispiele. Dieser Schuh ist eine Rekonstruktion eines Fundes in einem Grab, in einem Frauengrab. Und dieser Schuh ist etwa 1000 Jahre alt. Er besteht lediglich aus einer dicken Sohle. Da ist also nicht wie bei den modernen Schuhen irgendein Gummi drauf, sondern er hat eine dicke Ledersohle als Untersohle und hat schon ganz modern und schick Knöpfe und sogar Verzierungen. Dieser Schuh ist jetzt, obwohl er älter aussieht, jünger. Er stammt etwa aus dem 15. Jahrhundert, ist allerdings schon getragen worden, circa 2 Jahre, und hat entsprechend schon Gebrauchsspuren. Dieser Schuh ist jetzt im Gegensatz zu dem anderen Schuh schon viel feiner gearbeitet. Also ein dünneres Oberleder wurde hier verwendet. Es gab auch noch die typische Hartledersohle. Und es gab eine einfache Verschnürung. Dieser Schuh, den hat ein Handwerker in der Stadt getragen, zum Beispiel ein Weber. Das war so das Schuhwerk, was die dann benutzt haben in dieser Zeit. Ja, es gibt noch viele andere Modelle, wie zum Beispiel die Schuhe, die ich gerade an meinen Füßen habe. Das ist jetzt ein halbhoher Stiefel mit einer Schnürbindung. Und dieser Schuh wurde jetzt schon etwas angepasst an die moderne Zeit, denn er hat eine Gummisohle unten drunter. Das ist der Unterschied. Außerdem, im Gegensatz zu den anderen Schuhen, wurde hier auch manche Naht mit der Maschine gemacht. Die anderen Schuhe sind 100% von Hand genäht. Ja, soweit zu mir als Schuster. Hier werden die Litzen zum Drehen eines Seils aufgezogen und zuerst in sich verdrillt. So macht das Seiledrehen nach alter Tradition nicht nur Kindern Spaß. Dann werden die Litzen mit Hilfe des Führungsdorns gegeneinander verdrillt und das fertige Seil entsteht. Das ist ja nicht so gut. Das ist ja nicht so gut. Das ist ja nicht so gut.